Jan, du bist derjenige von uns beiden, der Horizon spielen durfte, und das hat einen Grund. Denn du hast Platin, wie du in all diesen Titeln immer Platin hast, und hast richtig Bock drauf gehabt, und ich habe das erste noch nicht mal gespielt, also macht Sinn. So, du hast 30 plus Stunden, was du genau drin hast, sagst du gleich noch. Ich will nur ganz schnell eins vom Tisch kriegen, und zwar die Reihenfolge. Wir fangen nämlich anders als sonst mit der Story an. War dein Wunsch, du willst direkt was aus dem Weg kriegen, also ist der Ablauf yes. Story, dann werden wir über die Grafik reden, dann Gameplay, dann Kampf. Sound sollten wir auch kurz was zu sagen. Generell zur Technik auch, zu PlayStation 5 und so, ja. Ja, und dann kommen wir dann auch ins Fazit. Das kriegen wir schon hin. Wir können aber auch den Sound, das machen wir jetzt mal so ganz Schmuck am Anfang. Wir sind ja flexibel, können wir auch, meiner Meinung nach, können wir den Punkt Präsentation nennen. Und da haben wir dann Grafik und Sound. Aber, schön. Ja, ne? Das machen wir hier on the fly. Ne? Ja. Während die Kameras rollen und wir fangen mit Story an. Eins vorweg, für die Leute, die nicht jetzt direkt schon geskippt haben, ich werde so gut ich kann Spoiler vermeiden, ich werde wichtige Charaktere oder solche Sachen einfach alles rauslassen, nicht drüber reden. Ich kann es nicht immer versprechen, wenn es passiert, tut es mir leid, ich werde es wirklich sehr runterdampfen, und die Namen, die ich erwähne, kommen relativ schnell am Anfang, wenn man quasi das Spiel startet. Und ja, Story, ich meine, da geht's ja eigentlich drum. Aloy ist back. Es geht immer noch um Aloy, die Hauptcharakterin. Sehr, sehr starke Frau, immer noch, auch wieder. Genau, und die hat nach ihrem Kampf gegen Hades im ersten Teil, will sie nun quasi Gaia wiederbeleben, also halt die Erde wiederbeleben, wieder aufrüsten, was auch immer. Das war ihr Plan damals schon, das ist ihr Plan jetzt. Genau, daran schließt es an. Das setzt doch quasi wirklich nahtlos fort. Ich glaube, dazwischen liegen höchstens ein paar Wochen oder Monate. Und klappt natürlich nicht alles so, weil sonst wäre das Spiel ja zu einfach. Dann wäre das Spiel ja nach 10 Minuten vorbei. Und ja, so muss sie in den verbotenen Westen, in neue Areale. Davon hat man die meisten Sachen ja auch schon im Trailer gesehen. Und ja, darf dort auf neue Leute treffen, neue Clans, also Katja, Osaram und auch Nora spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Und ja, so geht es dann feuchtfröhlich zu. Ist die Story wieder ein tragendes Moment, würdest du sagen? So, jetzt mal so, okay, ist das tragende, und gibt's Sidequests so auch noch, oder wird man so richtig reingezogen in die Story, wo du sagst so, ey, hier will ich jetzt schnell durch. Was heißt schnell, aber ich will wissen, wie es weitergeht. Beides. Also ich will immer wissen, wie es weitergeht, und es gibt aber auch sehr viele Nebenquests, die teilweise sehr, sehr gut geschrieben sind. Man trifft auch auf sehr viele Nebencharaktere. Ich werde da so einen Namen nennen, weil man ihn auch ganz am Anfang trifft. Das ist Val zum Beispiel. Es gibt aber auch viele andere Leute, auch aus dem ersten Teil, die man trifft. Das ist irgendwo schön, irgendwo aber auch blöd für Leute, die Teil 1 vielleicht nie gespielt haben, wobei es halt eine Fortsetzung ist. Darum ist dann Teil 2 jetzt mit Forbidden West generell ein bisschen schwierig. Aber so sehr man sich aus dieser Welt herausnehmen kann, aus seiner Story, und sagen kann, so, ich will jetzt diese Welt erkunden und machen und tun, dazu nachher mehr beim Gameplay. Genauso hast du es aber, dass du halt dann denkst, boah, geil, jetzt die Story weitermachen, das wird schon fett, weil sie haben es bisher, ich bin halt noch leider nicht durch, ich habe jetzt über 35 Stunden gespielt, aber jedes Story Event Quest ist halt wirklich auch ein Erlebnis. Also da passieren teilweise Dinge, wo du da sitzt und denkst dir, oh Alter, okay, krass, cool, da habe ich Bock drauf. Aber genauso gut gelingt halt der Absprung. Also man denkt nicht irgendwann so nach der Story Quest so, pff, ja, ach, die Welt ist mir jetzt eigentlich egal. Also die Nebenquests können sich auch klemmen. Das ist schöne Harmonie. Das läuft beides sehr, sehr gut zusammen. Genauso wie mit dem Erkunden. Also selbst wenn du diesen ganzen Quest rein quasi nicht mehr möchtest, einfach nur erkunden willst, macht das Spaß, weil es ist immer noch eine Postapokalypse. Du triffst immer wieder auf Ruinen, die du dann erkunden kannst. Du triffst, du findest irgendwelche Textstücke oder Audiodateien aus der vergessenen Zeit, aus der alten Welt von den Leuten, und kannst dir so ein bisschen den Reim darauf machen, wie die Welt untergegangen ist. Und das ist halt echt cool. Also das haben sie wieder sehr, sehr gut umgesetzt. Besser noch, finde ich, als bei Teil 1 tatsächlich. War Teil 1 bei dir noch so gewahr, dass du jetzt sagen könntest, so die Information, die du zur alten Welt findest,
wie soll ich sagen, harmonieren quasi mit denen aus dem ersten Teil. Weil im ersten Teil hat man ja auch so ein bisschen Hinweise, wenn ich mich recht erinnere, und ich habe es echt nicht lange gespielt, aber so weiß ich das, allein schon ganz am Anfang, wo du dieses, na, dieses Gerät da findest, was Aloy am Ohr hat, kriegst du ja auch so ein paar Hinweise. Hey, hier gab es schon eine andere, ne, die andere Technologien, ja. Und da wurde ja auch so ein bisschen was. Meinst du, das harmoniert, oder ist das einfach nicht mehr so präsent, dass man jetzt sagen kann, weiß ich nicht. Nee, es ist sehr präsent. Also was schön ist, ganz am Anfang kriegst du auch einen kleinen Einführungstrailer, was überhaupt passiert ist, worum es überhaupt in Teil 1 ging, kurz, damit du erstmal wieder reinfindest, auch wenn du es vielleicht nie gespielt hast. Wie gesagt, dir werden sehr viele Nebensachen, Charaktere und sowas halt einfach dann nichts sagen, wenn du das nie hattest. Aber die Welt harmoniert halt sehr gut. Also alles, was da passiert, läuft zusammen, und sie wird jetzt halt durch das, was jetzt alles dazukommt an Informationen und neue Charaktere, neuen Erlebnissen und sowas, noch greifbarer, weil du verstehst langsam, was da wirklich schiefgelaufen ist und wie dieses Ganze hinter Hades zum Beispiel in Teil 1, was da überhaupt alles passiert ist und wie das passiert ist. Das hat mir Teil 1 persönlich halt damals ein bisschen gefehlt. Das war ein bisschen diese Aloys Aufbaugeschichte ja so gesehen, die fand ich phasenweise nicht so cool. Also es ist auf einem sehr hohen Niveau gerade dieses Meckern, aber das ist hier halt nochmal eine Ecke besser, einfach weil der Charakter auch da ist. Du musst ihn nicht mehr in der Form aufbauen, sondern halt nur noch jetzt Feinschliff geben. Und das mit Aloy funktioniert halt wieder super gut. Also sie ist halt sehr stark, sehr souverän. Und das Gute daran ist, sie weiß es auch und sie spielt damit. Das mag ich halt. Ich mag das nicht, wenn ein Charakter extrem stark ist, aber dann trotzdem irgendwie immer, dass es sich zurücknimmt. Und ja, und ich weiß ja nicht. Nein, sie ist stark, sie weiß es, sie arbeitet damit und das macht Spaß. Weil das funktioniert in dieser Welt vor allem auch sehr gut. Ah, es ist ein harter Punkt. Also, ich glaube, für viele war die Hoffnung, dass das neue Horizon ein System-Seller wird, dass das für viele, die noch gezögert haben, sich eine PlayStation 5 zu holen, vor allem, weil es auch auf PS4 ja rauskommt, sagen so, okay, das ist das Spiel, dafür lohnt sich die PS5. Ja. Also, ich habe es halt die ganze Zeit auf Performance-Modus gespielt, muss man dazu sagen, also 60 Frames, und ja, es ist der Wahnsinn, ne? Also, die Welt ist echt krass. Also ich kam mir die meiste Zeit vor, als würde ich eine Cutscene spielen, weil es sehr, sehr rund, sehr, sehr flawless, es sieht super gut aus. Die Open World sieht super geil aus, wenn du durch die Wüste läufst und der Wind, der zieht an und dann kommen die so ein bisschen die Sandschwaden, die an dir vorbeifliegen. Wenn du im Dschungel bist, wenn du an der Küste bist, wenn du plötzlich in den Bergen durch den Schnee wanderst und so und du da Furchen ziehst durch den Schnee und das knirscht und so, und es ist einfach krass. Und auch mit deinem Tag- und Nachtwechsel, wenn dann plötzlich in den Siedlungen die Fackeln an sind und es ist einfach nur noch ganz schmach beleuchtet und so. Es sieht einfach umwerfend aus. Und tatsächlich, für mich ist es die bis dato schönste Open World. Sie ist sogar schöner von meiner Meinung nach als Red Dead Redemption 2, was jetzt seit keine Ahnung wie vielen Jahren einfach niemand hinbekommen hat. Und da waren sehr viele Jahre zwischen. Ja, ist krass. ist nicht so schlecht. Und es gibt auch, obwohl es einfach dieses Gesamtkonstrukt schon extrem gut aussieht und sich sehr gut anfühlt, hast du immer wieder zwischendurch Momente in Quests oder sowas, wo du da einfach so stehen bleibst und guckst und kurz mal eben so kurz den Mund wieder hochklappen kannst, weil du denkst, Alter, was zur Hölle? Und halt auch sehr abwechslungsreich. Es gibt sehr viele Biome. Diese harte, natürliche Welt wird durch die Maschinen unterbrochen. Teilweise durch Brutstätten, die es in Teil 1 ja auch gab, wo du halt dann reingehst, um irgendwas über diese Maschinen zu lernen oder halt irgendwas zu tun. Und dann bist du plötzlich in diesem Hardcut, der brutal Science-Fiction ist. Du bist, als wärst du plötzlich irgendwie in einer Raumstation unterwegs, obwohl draußen die schönste Natur erblüht und sowas. Und das haben sie wieder sehr gut hinbekommen und sieht halt einfach geil aus. Kann ich nicht anders sagen. Ist es so, was ich ja so faszinierend fand, war bei der ersten großen Präsentation, die man gesehen hat, das waren halt die Übergänge. Ich glaube, das war damals, da wurde ein neuer Biom präsentiert und dass man halt sie halt reinschwimmen sieht und man wird halt mit Musik und es wird halt, werden halt schöne Übergänge gemacht. Also sehr kineastische, ne, so kinomäßige, filmreife Übergänge quasi, ja. Ja. Und dann bist du wieder im Gameplay automatisch drin, aber das Spiel übernimmt so die Steuerung. Gibt's diese Momente später auch nochmal öfters, wo es halt quasi so um Inszenierung geht, oder ist das nur am Anfang einmal und dann bist du quasi immer drin? Sprich, auch Cut-Sequenzen, verhält sich damit so die Verteilung? Gibt's immer wieder. Also die wichtigen Momente werden halt gesondert in Szene gesetzt, also wichtige Dialoge mit irgendwelchen Charakteren.
irgendwelche wichtigen Erkenntnisse, wenn Aloy irgendwas halt, keine Ahnung, untersucht oder irgendwas machen will und dann merkt so, oh, hier, und dann wird quasi deine Game-Kamera halt locker einfach in eine Cutscene gesetzt, dann, die sind auch immer extrem gut ausgeleuchtet, muss man sagen, dann wird das halt, ja, wie in so einem normaler Cutscene, wie im Film halt gezeigt, ihr Gesicht oder irgendwelche Nahaufnahmen, ja, und wenn das durch ist, dann geht's halt wieder zurück und dann spielst du weiter. Aber du siehst grafisch keinen Unterschied. Also es sind keine Cutscenes im Sinne von, da hat sich jemand jetzt hingesetzt und hat eine Stunde lang einen Film entwickelt oder eine Woche oder einen Monat, sondern es sind halt wirklich, die ganzen Sequenzen laufen eigentlich in der Regel in Ingame-Grafik ab. Und tut der ganzen Sache aber keinen Abbruch tatsächlich. Du hast es ja auf der PS5 gespielt. Gab es da Momente, auch wenn wir jetzt bei Präsentationen sind, weil das betrifft ja auch irgendwo Präsentation, wo du warten musstest, wo es dann hieß, okay, jetzt müssen wir nochmal laden oder jetzt ruckelt es hier dann doch mal ein bisschen oder in Übergang neues Biom oder lief das alles smooth? Es gab, das ist wieder jammern auf etwas sehr hohem Niveau, aber es gab so ein paar Dinge. Zum einen gab es Texturen, die einfach nicht nachgeladen haben, weil ich zu schnell war. Zum Beispiel mit dem Reittier. Wenn du halt reitest und abspringst und rennst, dann kommt einfach die Welt kurz nicht hinterher. Das sind aber Sachen, die wollen sie halt quasi mit den Patches eigentlich direkt zum Start des Spiels rausmachen, weil die haben selber gemerkt, okay, da ist was. Ab und zu hatte ich das mal, ich weiß nicht, ob er was nachladen musste. Da hat mein Bild kurz schwarz und war da wieder, das war, keine Ahnung, Sekunde kurz weg und dann, als wäre nie was gewesen. Und ich hatte gelegentlich auch Kantenflimmern mal, aber das sind alles so Dinge, die sollten eigentlich ausgebügelt werden zum Start. Sonst eigentlich gar nichts. Was ich halt sehr cool fand, das hatte ich dir ja schon erzählt, ist, du hast in den Optionen die Möglichkeiten an- und auszustellen, ob du irgendwelche Hinweise oder Zusammenfassung des bisherigen nochmal lesen möchtest, weil die SSD bei der PS5 so schnell ist, dass du es da gar nicht zu kommst. Also steht da so ein Text mit, keine Ahnung, 6-7 Zeilen. Du schaffst den ersten maximal, dann ist weg. Das schaffst du halt dann nicht. Okay. Gibt natürlich Schlechteres. Also du sagst halt, wenn du das Spiel anmachst, machst du fortfahren und auf geht's. Fertig. Los. Okay. Ist nett. Irgendwo ein bisschen blöde, weil dann verpasst man es ja auch schnell. Aber naja, ist halt jammern auf hohem Niveau. Gibt's präsentationsmäßig noch etwas, gerade so im Soundbereich, wo du sagen würdest, da, mein lieber Scholli, oder da wäre mehr gegangen? Wie verhält sich's damit? Also zum einen, das habe ich eben, ich habe irgendwie den Ball gerade selber fallen lassen. Wenn ich schon bei dieser ganzen PS5-Kram SSD bin, kann ich auch natürlich auch über die PS4 kann ich leider nicht sagen, ich habe die PS4-Version nicht gespielt. Aber bei der PS5-Version wird natürlich auch alles, was Sonys Konsole bietet, mit eingepackt, ne? Also der Controller, adaptive Trigger, jegliche Untergründe und solche Sachen werden mit Vibration dargestellt, Pfeile, wenn die irgendwo einschlagen, sowas. Das Feedback hinten mit dem Trigger, wie doll du drücken kannst. Wenn du keine Pfeile mehr hast, drückst du einfach durch und merkst, okay, verdammt, verkackt, brauch Pfeile. Wird das alles aktiviert, auch inklusive Lautsprecher am Controller? Ja, okay. Genau. Das ist alles, das hatte ich aktiviert, ist auch alles dann da. 3D-Sound ist auch mit an Bord natürlich, dass du wieder hören kannst, wo geht hier was ab, an welcher Ecke. So wie man sich's wünscht, und es ist ganz angenehm, weil es ist nicht aufdringlich und will dir sagen, geil, guck mal, wir haben Technik, sondern ist einfach da und funktioniert. Das ist ganz nett. Kommen wir zum Sound noch kurz. Was soll ich sagen? Passt. Also passt halt zum Gesamteindruck. Die Musik ist super schön wieder, gerade in wichtigen Momenten, wenn dann irgendwo der Chor anfängt zu singen oder sowas. Die Kampfgeräusche sind sehr gut. Und was ich ja immer persönlich wichtig finde, für mich ist halt die deutsche Synchro. Die ist klasse. Die Synchro ist aus dem ersten Teil beibehalten worden, natürlich. Super gut synchronisiert. Teilweise leider nicht lippensynchron bei Deutsch-Englisch, so. Das merkt man dann ein bisschen. Aber ja, ich bin halt der erste Mann im Staate, der schreit, wenn die Synchro schlecht gemacht ist. Und das ist es hier nicht. Die Synchro ist einfach wieder super gut. Macht Spaß zuzuhören. Tolle Dialoge, teilweise auch echt gut geschrieben. Und ja, passt. Du musst meiner Freundin helfen. Warte. Langsam. Was ist los? Littay und ich gingen mit Waren aus Salzbiss Richtung Süden, als uns Maschinen angriffen. Ich ließ sie zurück, um Hilfe aus dem Hain zu holen und traf direkt auf eine weitere Maschine. Ja, Open World. Da kriegen ja mittlerweile ganz viele schon kurz das Schlottern. Man muss fairerweise sagen, auf dem Papier ist Horizon auch eine normale Open World. Also du hast natürlich zur Erkundung deine Langhälse wieder. Diese riesen Viecher auf vier Beinen, die da irgendwo im Kreis rennen. Die aktivierst du, dann wird die Karte aufgedeckt, die größer ist als bei Zero Dawn und auch wirklich groß ist. Also du hast da wirklich viel zu tun, wenn du möchtest. Ja, und dann ploppen plötzlich so Dinge auf wie Fragezeichen. Das ist erstmal so, weiß ich nicht. Aber
entweder, meistens sind die Fragezeichen entweder relativ irrelevant, weil zum Beispiel irgendwie Maschinen da rumlaufen, das ist dann nur für dich zur Info eigentlich, oder halt ja wirklich Aufgaben, wo du was machen kannst, klettern, irgendein Rätsel lösen vielleicht. Was ich sehr cool finde, alles wird irgendwo belohnt. Also du machst da keine Reisen hin und denkst dir, boah, ist das hier geil, Mann, boah, das interessiert mich. Aber du hast da nichts zu tun. Das ist sowas, sowas hasse ich, das ist sehr unbefriedigend. Es gibt natürlich Nebenquests, die schon gesagt, du hast überall alle Nase lang, möchte mal jemand wieder was von dir. Das sind aber teilweise Quests, die auch wirklich dann größer werden und auch eine Geschichte erzählen, die auch in diese Welt sehr gut reinpasst und alles nochmal ein bisschen greifbarer macht, diese ganzen Charaktere, die Stämme vor allem, weil die teilweise krasse Gegenteile sind, krasse Extreme. Und da passt das dann sehr gut, wo auch Aloy manchmal sich dann so fragt, okay, was geht hier ab, was ist los mit euch? Was sie gemacht haben, das ist wieder dieser kleine Spoiler-Punkt in Anführungszeichen, ist, sie haben Minispiele eingebaut, neue. Es gibt jetzt so ein Brettspiel, das ist quasi ja, wie Schach mit Holzfiguren von Maschinen. Es gibt jetzt auch Rennen, so eine Art, sag ich mal. Das sind alles so kleine Nebenaufgaben. Ja, und so vertreibst du dir halt dann die Zeit, ne? Also, aber die üblichen Sachen wie Kill-Quests, wie Delivery-Quests bringen, das von A nach B, besorge das und bring's dahin. Oder Escort-Quests, die ganze Palette wird halt auch bedient, nehme ich an. Oder? Ja, ist auch da. Also in irgendeiner Form ist das alles da. Dann natürlich mehr verpackt in eine bessere Story und nicht so plump alles. Aber ja, also unter dem Gewand sitzen dann doch sowas wie eine Art Fetch-Quest natürlich. Die dir halt das näher bringen sollen. Was mich persönlich unfassbar genervt hat, und das sei allen Sammlern und Map-Cleanern und inneren Monk-Befriedigern und keine Ahnung was gesagt. Es gibt, selbst im allerersten Gebiet gibt es sehr viele Dinge. Es gibt im allerersten Gebiet ein paar Dinge und danach extrem viele Dinge, die man einfach nicht machen kann, weil dir einfach das nötige Item dafür fehlt. Also du wirst dann über ein Fragezeichen in eine Wasserhöhle zum Beispiel gesetzt und denkst dir halt, okay, hier kann ich tauchen. Und dann siehst du unten halt so, Moment, da geht's ja noch weiter. Kannst du aber nicht, weil du kannst nicht so tief tauchen bis dahin. Aber solche Sachen kriegst du halt auch teilweise erst nach 30, 40 Stunden wahrscheinlich dann. Also ich habe noch nicht alles, was ich brauche dafür, um die ganze Karte abzudecken, was meinen Erkundungsdrang ein bisschen gezügelt hat. Weil ich mir halt da denke, okay, wenn ich da jetzt hingehe, 5 Minuten lang, und dann bin ich da und dann sagt das Spiel zu mir, das Item hast du nicht, ne? Scheiße. Ja, da hast du aber auch keine Schnellreise hin. Es gibt ja Schnellreise im Spiel über Lagerfeuer, die sind dann auch kostenlos. Aber Lagerfeuer ist nicht neben jedem einzelnen Fragezeichen. So, und also ja, ist die Gameplay-Mechanik da auch so ein bisschen Zelda-like im Stil von, dir fehlt noch das passende Item, komm später nochmal wieder, dann kannst du hier hingehen, weil du hast das Item noch nicht. Was genau, der Vergleich. Ja, genau, das ist gut. Also da tatsächlich spornt es sich auch dazu noch zusätzlich an, die Story auch weiter zu spielen und nicht erstmal die ganze Map abzugrasen. Du levelst ja auch durch ganz viele Dinge. Du kriegst ja für jeden Kram auch Erfahrungspunkte, du kriegst Skillpunkte, da leicht noch kurz was zu. Und ja, wenn du dich übermächtig machst, dann wären die Quests natürlich auch ein bisschen zu einfach manchmal. Aber ja, der Zelda-Vergleich ist sehr, sehr gut. Also du hast ja auch tatsächlich Dungeons, in die du rein musst in irgendeiner Art und Weise, an deren Ende dann irgendwie Boss wartet und wenn du den besiegst, wirst du halt belohnt. Und ja, es hat bei Zelda schon funktioniert, warum soll das jetzt nicht funktionieren? Aber wir kommen jetzt auch immer mehr, um einen Punkt kommen wir nicht mehr drum herum, und das ist das Kampfsystem. Du hast gerade auch gesagt, du kriegst Erfahrungspunkte, Skill-Up. Würde ich jetzt gerne mal zum Kampfsystem rüber wechseln. Ja, der Kampf. Halt, da muss ich nochmal zwischen. Also der Cut. Aber du kannst du denn schon Kreaturen zähmen oder musst du das auch wieder lernen? Das haben sie sehr clever gelöst. Du kannst eine zähmen, dein Reittier. Ja. Weil die neuen Gegner sind fast alles neue Monster. Die kann sie halt nicht. Das beherrscht sie nicht. Nicht schlecht. Ja, also man muss auch wirklich sagen, die Monstervielfalt ist heftig. Also, es sind so viele verschiedene Gegnertypen. Und alles, das ist ja auch, was den Reiz ausgemacht hat, die Jagd. Also, wenn du einen Gegner hast, das mache ich ja normalerweise selten sowas, aber ich analysiere den, ich gucke mir die Daten an in den Unterlagen. Okay, woran ist der jetzt anfällig? Okay, da ist das Teil, der ich das damit abschieße. Weil das Ding ist, der Schwierigkeitsgrad ist teilweise echt real. Also, wenn du nicht aufpasst und nicht vernünftig spielst und ausweichst, dann kriegst du auf den Sack.
Also so, ich habe irgendwie so gegen so eine Panzerschildkröte gekämpft schon und natürlich auch gegen so ein hier, wie heißt man, eben habe ich es doch gesagt, Donnerzahn. Ja, auf jeden Fall diese richtig fetten Dinos. Ey, da musst du aufpassen, wenn du da nicht wirklich auf Zack bist und den Gegner irgendwie kommen siehst, was da passiert, oder halt entsprechende Bauteile bei dem abschießt schon vorher, kriegst du gnadenlos Haue da. Also es ist schon manchmal schon gut was los. Aber das macht's auch aus, weil du bist ein Jäger. Die hat ja nun mal ihren Fokus dafür. Wie kann ich den besiegen? Was jetzt ein größeres Element ist, finde ich, in dem Spiel als im ersten Teil, ist halt der Kampf gegen Menschen. Weil es gibt halt sehr viele Menschen, gegen die du jetzt auch kämpfst. Dafür ist der Nahkampf halt dann ein bisschen aufgebohrt worden noch. Du musst einfach mehr kämpfen. Und vorher war das Repertoire ja relativ dünn, aber jetzt hast du sehr viele verschiedene Angriffe, auch Kombos, Luftangriffe, wo du irgendwie dann zwei, drei Gegner irgendwie bei Laune hältst. Das ist schon ganz geil, macht Spaß. Und deine eigene Spielweise wird auch gefördert durch die Skilltrees. Du hast halt, glaube ich, was muss ich wieder lügen, 6 oder 7, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber du hast verschiedene Skilltrees und da kannst du dann deine eigenen Punkte investieren, so wie du Bock hast zu spielen. Ich zum Beispiel habe meine allerersten Punkte auf Schleichen gesetzt, komplett. Ich bin wirklich dort herumgeschlichen durch das hohe Gras und habe Pokémon gefangen. Nee, Moment. Und habe halt einfach meine Gegner, die Maschinen, die da rumgelaufen sind, einfach abgestochen. Das spart mir Munition, das spart mir Zeit, das spart mir den Kampf. So, und das fand ich halt sehr smart. Und du kannst es aber auch dann bis zu einer bestimmten Menge hochskillen, dass du so stark bist, dass du sehr viele direkt dann hittest oder one-hittest. Du kannst aber auch sagen, komm, fuck it, ich will Fallensteller sein. Ich möchte überall Fallen hinmachen und die Gegner da reinlocken oder komm, ich will die Konfrontation, ich will rein da. Viele von denen sind auch an verschiedene Bogentypen quasi kombiniert. Wenn du halt irgendwie was hast, dass du sagst, ich spiele am liebsten mit dem Häcksler oder ich spiele am liebsten mit dem Jagdbogen, dann kannst du das darauf auslegen. Dann kannst du das auch so spielen. Es gibt so All-Out-Attacks quasi zusätzlich noch zu diesen eh starken Bogenangriffen, die du hattest, auch früher ja schon, wo du halt dann irgendwie deine Waffe besonders krass machst und für so einen Massenangriff oder all solche Sachen. Ja, es funktioniert extrem gut alles. Der ganze Kampf ist einfach, ja, ist einfach vernünftig dargestellt und läuft gut. Ist manchmal ein bisschen hektisch, manchmal ein bisschen flippig, aber bockt halt. Genauso wie im ersten Teil eigentlich auch schon. Wie ist so das Pacing, das Kampfpacing im Sinne von, so, musst du oft kämpfen oder kannst du kämpfen aus dem Weg gehen? Ich gehe mal davon aus, wenn es hier im ersten Teil ist, du kannst im Grunde um alles über Schleichen reden, du musst halt nicht kämpfen. Kann man sich das hier auch aussuchen oder ist es kampflastiger als das erste? Was würdest du sagen? Nee, ich glaube, es ist eigentlich wie das erste. Also, du hast halt in der Open World sowieso die Wahl, was du machst, das ist deine Sache. Das Movement gibt dir sehr viele Möglichkeiten, sei es im Verstecken oder irgendwie. Du musst auch keine Wege mehr laufen. Also, da hat man ja auch im Trailer schon gesehen oder halt in den ersten Sachen, die sie gezeigt haben. Es gibt einen Enterhaken, womit du dich hochschwingen kannst, was auch den Kämpfen benutzt werden kann, um auf Säulen zu kommen zum Beispiel. Es gibt den Gleitschirm, den du halt benutzt und einfach dann wegfliegst, so von wegen, komm, lass mich. In der Story selbst hast du natürlich keine Optionen. Also in der Story sind die Sachen zum Großteil gescriptet, sprich, wenn da Gegner kommen und mit denen du kämpfen musst, da hast du auch keine Chance, da vorbeizukommen. Ab und zu geht das, aber halt nicht immer. Und ja, in der Open World ist es dir überlassen, was du machst. Sind die Open World, eine Sache muss ich noch zum Kämpfen sagen, weil du hattest ganz am Anfang bei der Story beziehungsweise bei der Präsentation ja mal Red Dead Redemption 2 angesprochen. Eine Sache, die mich dabei immer gestört hat, obwohl ich es noch nicht mal durchgespielt habe, ist, dass wenn du nicht im vom Spiel vorhergesehenen Bereich bist, wird die Mission gescheitert. Was für mich kein Open-World-Spiel ist, wenn ich zum Beispiel, wenn das Spiel will, hey, du musst durch die Tür gehen, ich will aber hinten rum und so ans Ziel kommen, gibt's bei vielen Rockstar-Spielen, ist es ja nicht nur bei Red Dead Redemption so, heißt es dann, okay, Mission gescheitert, komm bitte von hier. Ist das da auch oft so? Und dass es dann vielleicht innerhalb von Missionen, keine Ahnung, unsichtbare Mauern gibt, so, ey, hier nicht weiter, geh bitte in die Richtung. Oder kann man wirklich rangehen an die Aufgaben, wie man möchte? Hatte ich nicht so bisher erlebt. Also klar, manche Kämpfe, manche Situationen kannst du einfach nicht anders lösen, natürlich. Ganz selten kommt es vor, dass das Spiel dir sagt, so pass jetzt auf, was du jetzt machst, da kannst du jetzt nicht zurück. Also das ist dann, wenn du in diese Story eintauchst, dann musst du sie spielen. Du kannst nicht sagen, nach einer Halbzeit quasi, pff, nö, ich will jetzt woanders hin. Allerdings hält dich die Story sonst nie fest. Also wenn du kannst, zum Beispiel Nebenquests kannst du anfangen, die spielst du dann, keine Ahnung, irgendwie so ein Dreiviertel oder sowas. Und wenn du dann denkst, boah, nö,
taugt mir jetzt gerade nicht oder will ich jetzt gerade nicht machen, hatte ich tatsächlich ein paar Mal so, ich dachte, nee, jetzt erstmal nicht. Dann lässt du es halt, dann kannst du einfach abhauen und machst für jemand anders weiter. Das macht das Spiel allerdings auch selbst. Das Spiel nimmt sich manchmal die Freiheit, dann auch zu sagen, so, okay, das Spiel wird jetzt hier pausiert für dich, die Quest, die kannst du jetzt nicht machen, aus dem und dem Grund. Spiel halt bitte erst das, irgendwas anderes oder lass Zeit vergehen, damit das weitergeht. Was allerdings in dem ganzen Gefüge, wie es funktioniert, dann auch Sinn macht. Also du denkst ja nicht so, okay, warum? Das funktioniert dann ja. Also dann hört sich für mich auch, wenn wir jetzt bei Kampf City Open World, aber mehr Ghost of Tsushima-Style mäßig an als Red Dead Redemption. Oder würdest du sagen, nee, ist doch mehr so Red Dead Redemption? Nee, also Red Dead Redemption hatte ich vor allem für den Grafikvergleich herangezogen, okay. Weil Red Dead Redemption hat einfach bis dato eine der geilsten Open Worlds, finde ich, so vom wie es aussieht einfach und wie es aufgebaut ist. Aber ich sag mal, vom Abenteuer-Funpark bist du tatsächlich eher bei Ghost of Tsushima dann gelandet, ja, was auch zum Beispiel am Klettern liegt. Aloy ist jetzt quasi Nathan Drake 2.0, weil die kann sich gefühlt überall langhangeln und langklettern, was einfach auch teilweise wirklich Spaß macht. Sieht auch sehr cool aus, weil die Animationen sehr nett sind, wenn sie sich dann so umdreht oder so. Und du wirst auch nie im Stich gelassen. Also wenn du irgendwie an der Wand hängst und denkst dir, wo muss ich denn jetzt lang? Drückst du einmal deinen Fokus und dann scannt sie quasi die Wand automatisch mit und dann siehst du, okay, da kann ich jetzt lang, alles klar, mach ich dann mal. Cool. Ja. Was meinst du, Jan? Sind wir schon fürs Fazit bereit oder haben wir noch was vergessen beim Kampf? Nee, ist gut. Okay, Fazit. Und vor allen Dingen will ich eins wissen. Ich meine, irgendwie ging es ja mit dem zweiten Teil schneller. Der erste Teil hat 3 Jahre Verspätung gehabt, der hier hat nur 1 Jahr Verspätung gehabt. Beide sollten System-Seller sein. Der erste ist es ja letztendlich auch ein bisschen gewesen. Wird der zweite den hohen Ansprüchen gerecht? Du sagtest ja, du hattest ein paar klitzekleine Grafikprobleme. Sonst habe ich keinen Jammern gehört. Erzähl. Ja, wird ja gerecht. Also die Erwartungen waren extrem hoch. Sind sie bei Sony-Spielen ja immer irgendwo, weil die Leute halt, die erwarten immer die nächsten Wunder. Es ist vielleicht jetzt kein Wunder geworden hier, aber es ist ein unfassbar tolles Spiel und wirklich auch, ja, es legt die ganze Latte, die Latte für Open Worlds einfach nochmal höher. So, weil, ja, du hast überall was zu tun, du hast irgendwie nie Langeweile, du hast tolle Charaktere, eine tolle Story, eine sehr interessante Story auch vor allem. Du hast sehr coole Kontraste, eine unfassbar schöne Welt, die einfach wirklich Spaß macht zu erkunden. Das Gesamtpaket stimmt einfach. Das ist halt das Ding. Also, wenn ich solche Art Spiele mag, wenn ich Horizon 1 mochte, wenn ich Open Worlds mag, wenn mich diese ganze Welt irgendwie interessiert, und ich sag mal, diese Sachen, die ich gerade genannt habe, da gibt es sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, die werden hier unfassbar glücklich. Also die haben hier wirklich ein Brett an Spiel und haben auch wirklich was, ja, vor der Brust, was sie tun können. Es kann das einzige, vielleicht Mini-Manko, was ich mir vorstellen kann, bei dem einen oder anderen, der vielleicht auch schnell Open World müde wird. Das Spiel ist groß, es ist wirklich groß, es gibt wirklich viel zu tun. Ich fühle mich nach meiner Spielzeit aktuell, denke ich so, boah, ich hoffe, ich bin schon bei der Hälfte angekommen. So, ich weiß nicht, wie viel bist du, bei wie viel Stunden? Über 35, ich glaube 36, 37 ungefähr. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich schon bei der Hälfte bin, weil ich kann ja mal aus dem Nähkästchen kurz plaudern. Ich habe ja auch meine Review-Guides und sowas, wo Sony zu mir sagt, hey, so, ne, darüber reden wir, darüber nicht. Hey, ich kann da gar nicht drüber reden. Ich sitze da so und denke mir so, okay, da habe ich schon von gehört und teilweise was von gesehen, aber hä? Okay. Ja, und das sagt mir dann auch so, okay, du bist halt, da kommt noch sehr viel mehr. Und das mit meiner Attitüde, die auch viele ja haben wahrscheinlich, diese Open World komplett zu erkunden und alles mitzunehmen, da bist du, glaube ich, lange unterwegs. Und wenn da jemand eh schon anfällig ist, der muss halt sich hier dann auch vielleicht zügeln oder halt das in Etappen genießen. Aber ansonsten ist das Spiel von vorne bis hinten eigentlich ziemlich rund. Muss man so sagen. Also ist quasi dein innerer Monk daran schuld, dass du bis gar nicht zu den Punkten gekommen bist, wo im Review Guide gesagt wurde, wenn du hier hinkommst, bitte erzähl nichts drüber. Was übrigens nicht heißen soll, dass es nicht gut ist, sondern in dem Fall heißt es, weil nichts gespoilert werden soll, weil da der Entwickler nicht will oder der Publisher, dass dem Spieler da der Spaß genommen wird, was für mich völlig legitim ist. Ja, absolut. Also wenn da Sachen sind, die irgendjemand erzählt und dann gucken Leute und wollten das nicht hören, das sind dann nicht nur kleine Spoiler, das sind dann Gamebreaker teilweise sogar für die Leute. Ja, mein Monk ist teilweise daran schuld. Also ich habe mich dann irgendwann konditioniert, habe gesagt, jetzt hör auf damit, Main Quest,
los. Das ist aber halt auch so ein Spiel, das habe ich immer wieder gehabt. Da saß ich da so und dachte, okay, hast du eine Stunde Zeit, komm, spielst du weiter, hast ja bald die Review. So, machst du ja. Ja, und 3,5 Stunden später bin ich dann schlafen gegangen, weil ich einfach immer weiter drinnen saß und diese berühmten noch 5 Minuten, das funktioniert halt hier die ganze Zeit und ach ja. Nee, ich bin zufrieden. Schön, oder? Okay, darf ich dir was in den Mund schieben im Sinne von, wenn ich dich richtig verstanden habe, wer was für einen Monat braucht, wer Urlaub hat, wer sich mal einschließen will und viel Zeit hat, ist Horizon auch das richtige Spiel für Horizon Forbidden West. Also ich würde sagen, jeder, der eine PS5 besitzt oder auch eine PS4, sollte es sich zumindest mal wieder anschauen und auch gerne diese Review dazu benutzen oder sowas. Andere Sachen lesen, irgendwie nochmal reinschauen. Es gibt, glaube ich, fast niemanden, außer jemand mag diese Genre wirklich gar nicht und Open Worlds hasst der wie die Pest, der sagt, boah, das Spiel ist aber Müll. Ansonsten, ja, funktioniert es sehr gut und damit lehne ich mich vor allem, was haben wir, Februar, weit aus dem Fenster. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall bei den Game of the Year Awards mit vorne mitspielen wird. Obwohl auch sehr viel Wasser die Elbe runterfließen wird. Aber ja, ich glaube, das ist. Ihr dürft mich gerne zitieren, wenn das so kommen sollte. Ansonsten dürft ihr mich gerne am Ende des Jahres blamen, ist kein Problem. In jedem Fall, wir werden es tun. Ey Jan, vielen Dank. Ist nicht das Letzte, was wir diesen Monat gereviewt haben, aber wollen wir hoffen, dass es auch nicht das Letzte ist, was so hervorragend abschneidet wie Horizon. Na das dann, danke und schönen Abend. Gute Jagd.